Oh ja, denn ich blase meine Blasen. Wunderschöne Blasen in die Luft. Sie fliegen in die Luft und ich blase sie in die Luft. Hallo Krümel, wie geht's? Och, du hast wirklich erkannt, wer ich bin. Ist doch klar, du hast das blaue Fell und dann die großen Augen und singst die dumm, die dumm, dumm. Ich bin aber nicht der, für den du mich zu halten scheinst. Ich heiße jetzt das Krümelhäschen. Du bist das Krümelhäschen? Naja, ich bin das niedliche kleine Häschen, das einmal im Jahr in die Stadt hinunterhoppelt, um Kekse für liebe Jungen und Mädchen zu verstecken. Davon habe ich nie was gehört, Krümelmonster. Krümelhäschen. Ein Krümelhäschen kenne ich gar nicht. Ist ja schon gut, halt mich nicht auf. Ich muss hier noch ein paar Kekse verstecken. Du willst leckere sie verstecken? Kekse. Ja. Wunderschöne Kekse. Siehst du hier den weißen Keks? Das war so ein weißer Keks. Ein weißer Keks. Dann habe ich noch einen anderen Keks hier, einen blauen Keks. Du hast auch einen blauen Keks? Ja, und dann habe ich noch mehr Kekse hier. Diesen blauen Keks auch. Noch ein blauer Keks? Mal sehen, ob noch was da ist. Nein, alle weg. Wie viele Kekse hast du insgesamt, Krümelmonster? Häschen. Krümelhäschen. Wie viele Kekse liegen vor dir? Mal überlegen, hier sind ein weißer und zwei blaue. Ich habe also einen weißen und zwei blaue. Eins und zwei. Warte, nicht vorsagen. Eins plus zwei. Nein, hilf mir nicht. Du musst eins und zwei zusammenzählen. Bitte. Nicht vorsagen. Eins plus nicht vorsagen. Zwei. Nicht vorsagen. Eins plus zwei. Nicht vorsagen. Eins plus zwei ist? Sag mir. Drei. Stimmt, wollte ich auch sagen. Du bist begabt, Krümelmonster. Häschen. Nee, natürlich, Häschen. Ich werde nun diese Kekse nehmen. Und sie dort verstecken, wo sie niemand wiederfinden wird. Und wo versteckst du sie, Krümelmonster? Häschen. Wo versteckst du sie? Ich versteck sie im Bauch. Ein gutes Versteck, da kann sie niemand finden, Krümelhäschen. Monster.